dem, was wir schon alle lange erwartet haben, der Wahl des Landesvorstands. Und wir beginnen selbstverständlich mit dem ersten Vorsitzenden. Und ich erwarte jetzt die Kandidaturen und ich hätte gern den Wahlleiter hier. Kandidatur, erster Vorsitzender und sowas? Komm mal ein bisschen live. Was? Ja, natürlich sollst du nach vorne kommen. Hallo? Genau. Gut, ja, dann darf ich an den Wahlleiter übergeben, damit wir jetzt den offiziellen Teil machen. So, erste Amtshandlung wäre dann die Eröffnung der Kandidierendenliste für den ersten Vorsitzenden. Komme zahlreich ans Front Office. Entschuldigung, an die Bühne wird mir gerade nochmal von der Versammlungsleitung gesagt. Ich würde nämlich gerne den Christian Hufgard vorschlagen, wenn er sich vielleicht auch als Kandidierenden hier zur Verfügung stellt. So, also wir haben es jetzt 11.27 Uhr nach meiner Uhr. Ich würde die Kandidierendenliste für 3 Minuten noch offen halten. Eine Minute wird mir bedeutet, bis 11.28 Uhr. Ich würde gerne noch den Christoph Hampe vorschlagen. Das ist die falsche Bewegung. Komm, das wäre die Aufgabe für dich. Dann möchte ich noch den Bernd Fachinger vorschlagen. Deine Chance ist gleich vorbei. So, jetzt haben wir es 11.29 Uhr. Noch jemand, der spontan den Arm hochreißt? Dann... Das ist nicht der Fall, dann schließe ich die Kandidierendenliste und übergebe zurück an die Versammlungsleitung. Ja, danke schön. Dann darf ich die Kandidierenden, in dem Fall darf ich sogar sagen, die Kandidaten, auf die Bühne bitten, um sich vorzustellen. Also ich weise auch darauf hin, ihr habt 3 Minuten maximal, ne? Ich nehme mal meine Uhr ab und lege die hier vorne hin, damit ich auch ja nicht eine Sekunde verpasse. Ja, eigentlich möchte ich ja gar nicht Vorsitzender werden. Eigentlich möchte ich auch überhaupt gar nicht hier sein. Ich würde jetzt viel lieber mit meinen Kindern zu Hause sitzen, Lego spielen
oder heute, wo sie bei Oma und Opa sind, einfach gemütlich auf dem Sofa liegen und mich ausruhen. Aber leider haben wir ja hier ein großes Problem, wegen dem wir ja alle hier sind, nämlich die Politik in Deutschland läuft absolut scheiße. Ja. Und das Tolle ist, daran werde ich auch gar nichts ändern können, weil als Vorsitzender bin ich genau einer. Wir sind hier noch ein trauriges Häufchen von nicht mal 50 Leuten vom Landesverband, von knapp über 1000, und das finde ich wirklich schade. Aber auch daran kann ich als Vorsitzender nichts ändern. Eigentlich, und das ist meine persönliche Interpretation des Amts als Vorsitzenden, kann ich als Vorsitzender relativ wenig machen, was ich nicht auch als Nicht-Vorsitzender machen könnte, außer halt, dass ich in den Vorstandssitzungen ein Stimmrecht habe und dann eben die ein oder andere Pflichtveranstaltung noch dazu aufgedrückt bekomme. Ich möchte als Vorsitzender eigentlich überhaupt gar nichts machen müssen. Ich möchte, dass die Basis der Partei, wie das in einer basisdemokratischen Partei eigentlich sein sollte, die Arbeit macht. Ich möchte den dafür notwendigen Rahmen zur Verfügung stellen, aber auch da kann ich nur sagen, hey, wäre es nicht toll, wenn irgendjemand irgendwas macht. Ich kann jetzt nicht aktiv Ralf bei der IT helfen, ich kann nicht mir selber bei der Pressearbeit helfen, weil das mache ich ja eh schon. Bei der Mitgliederverwaltung kann ich nicht viel machen, da habe ich wenig Zeit für. Bei der Schatzmeisterei kann ich wenig machen, da habe ich viel Zeit für. Also jede Stimme für mich wäre eine Stimme dafür, dass ihr die Arbeit selber machen wollt und selber machen könnt. Denn ich werde, das ist mein Versprechen von euch als erster Vorsitzende oder als Vorsitzender, nicht viel mehr als das machen, was ich halt eben wirklich unbedingt zwangsläufig machen muss, damit der Landesverband irgendwie weiterlaufen könnt. Ja. Zu mir persönlich, ich bin, fangen wir mit dem anderen Teil an, jetzt mittendrin. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Das zieht sich echt hin. Steht doch mal alle auf, bitte. Auf, da sitzt noch wer, wir haben nur noch wenig Zeit. So, jetzt setzen sich doch mal bitte alle wieder hin, die entweder kein Amt aktuell innehaben, jetzt Kreisvorstand oder Landesvorstand. Gut, alle, die bis vor wenigen Minuten kein Amt haben. Jetzt mal alle noch bitte hinsetzen, die keine Beauftragung haben oder auf einer Liste stehen. Also eine Liste für die nächst anstehenden Kommunalwahlen. Ja, Volker, du sitzt doch schon. Schnappi, du sitzt auch. Na, zusätzliches Sitzen. Zusätzlich. Genau. Chris, du bist Vorstand im Kreis Groß-Gerau. Du musst dich auch setzen. Gernot, du auch. Genau. Und wenn ich jetzt mal so rumgucke, gibt es... Ah, Malik, du bist auch auf der Kreistagsliste, du musst dich auch setzen. Okay, und die, die jetzt noch stehen, sind die Basis der Piratenpartei Hessen. Das ist unser größtes Problem. Danke. Ich hätte jetzt ja eigentlich noch die Frage an dich, ob du genug Zeit hattest, dich vorzubereiten. Nein, ist egal. So, dann kommen wir zum Michael. Ja, morgen erstmal zusammen. Entschuldige, ich muss dich unterbrechen, das ist nicht meine Art, aber, naja doch, es ist meine Art, aber wir haben eine Kleinigkeit vergessen, da bitte ich um Entschuldigung. Wir hantieren gerade nach etwas, was wir nicht abgestimmt haben, das ist mir ziemlich peinlich, wir haben keine G und keine WO abgestimmt, können wir das bitte ganz kurz nachholen? Da ist das zweite Problem. Ja, mea culpa, mea maxima culpa, es ist dieselbe WO wie immer und dieselbe GO wie immer, wer ist dafür, wer ist dagegen? Die GO und WO ist fast einstimmig angenommen. Herzlichen Dank, ein Meinungsbild, wer kann mir diesen Fehler verzeihen? Ach, lassen wir das. Bitte, Michael. Da ist das zweite Problem, der ganze Formalfu, neben den Mitgliedern. Ja, zu meiner Person, Michael Kittlau steht schon vorne dran, bin 49, praktisch ein alter Sack, nächstes Jahr bin ich unter 100. Ja, das Mikro, okay. Nächstes Jahr bin ich ein alter Sack mit 50. Ich habe derzeit nur eine Beauftragung inne, das ist auf Bundesebene für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ansonsten erstmal gar nichts im Moment, deswegen habe ich die Zeit, mich da als erster Vorsitzender zu engagieren. Was kann ich machen? Ja, ich werde versuchen, so viele Aufstellungsveranstaltungen wie möglich zu besuchen.
weil ich sehe, dass wir die Mandatsträger, die wir derzeit haben, im Stich gelassen haben in letzter Zeit. Wir aber auf kommunaler Ebene ja, einfach wichtig sind, weil wir viele Sachen erreicht haben. Im Kleinen teilweise nur, dass wir die anderen Parteien beeinflusst haben. Und es wäre schade, wenn wir bei der nächsten Kommunalwahl ja, untergehen und die Leute sagen, ja, ja, Piraten, das war nur ein Strohfeuer, man hat ja gesehen, das sind alles nur Spinner. Dagegen möchte ich angehen. Ich werde versuchen, die Leute zu unterstützen, die die Arbeit tun. Das kann ich nicht selber machen. Und ich werde mich natürlich vor den Vorstand stellen. Denn jede Kritik, die da an den Vorstand kommt, die geht erstmal zu mir. Und da habe ich ein breites Kreuz und ich werde versuchen, die Steine, die die Leute haben, aus dem Weg zu räumen, dass sie vernünftig arbeiten können. Mehr kann ich als erster Vorsitzender nicht machen und natürlich nach außen vertreten, aber das werde ich dann auch entsprechend tun. Was ich nicht tun werde, das ist eine Sache, die jetzt letztens auf der Liste gewesen ist, die PPH praktisch zu moderieren und die Leute zu beschwichtigen, das ist nicht die Aufgabe des ersten Vorsitzenden. Das gehört zur Erziehung, also da möchte ich nichts zu sagen. Wenn sich einige Leute nicht benehmen können, da kann der Vorstand auch nichts dran machen. Ich werde mir keinen Klotz ans Bein binden, um die Leute da, die Trolle da wegzukriegen. Das muss man schon selber machen. Da ist man aber auch auf die Mitarbeit der einzelnen Leute angewiesen. Und da möchte ich auch, wie gesagt, appellieren, mehr zu machen und auch Vertrauen in die Leute zu haben, die sich mit irgendwelchen Themen befassen. Ob es der Fredo ist, der jetzt nicht hier ist, der sich in die Energiepolitik eingearbeitet hat, ob es der Michael Paslak ist, der die Sozialpolitik federführend auf Bundesebene sogar schon teilweise macht, mit dem Gernot Reipin zusammen. Vertraut den Leuten, die haben sich seit Jahren damit beschäftigt und hinterfragt nicht alles. Das ist ein Grundproblem, was wir bei den Piraten haben. Es wird jede Sache totdiskutiert. Und da müssen wir auch mal dran denken und das abbauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich wählen würdet. Kommst du zum Ende? Weil ich mich ich komme zum Schluss. Weil ich die Kommunalwahl und auch die nächste Bundestagswahl einfach für wichtig halte und da unterstützen will. Dankeschön. Ja, ich hatte genug Zeit. Ja, ja, danke. Das stimmt. So, gibt es Fragen? An beide. Michael, ich kann jetzt aus meinen letzten 12 Monaten sagen, Vorstandsamt hat meistens mit extrem viel mehr Stress zu tun, als man erwartet. Wenn du so deinen persönlichen Work-Life-Balance anguckst, bist du ein Mensch, der sagt, für mein gutes Wohlbefinden brauche ich jetzt noch ein bisschen mehr Stress? Oder sagst du lieber, ich kann den Stress aushalten? Ich kann den Stress aushalten, auf jeden Fall. Und es geht auch noch mehr, wenn es sein muss. Nein, die Frage ist ja nicht, geht noch mehr, sondern möchtest du noch mehr? Nee, möchte ich nicht. Aber wenn er kommt, muss ich damit umgehen können und das aushalten. Danke. Ich hätte eine Frage an den Christian. Ist das jetzt oder muss jetzt erst der Michael abgearbeitet werden? Ich habe aufgepasst. Entschuldigung. Für mich wäre ganz wichtig zu wissen, ob du bereit wärst und dich in der Lage siehst, parallel Pressearbeit und 1V zu wuppen, weil ich dich eigentlich in der Presse unverzichtbar finde. Ich hätte mir jetzt mehr Applaus gewünscht. Vor Jahren habe ich schon mal vorgestellt, wie ich mir so die Arbeit als Vorsitzender vorstelle, und daran habe ich ja jetzt relativ wenig geändert. Ich würde mich hauptsächlich als so eine Art Nobelpressesprecher sehen und hoffe, dass die Arbeit halt von allen anderen gemacht wird und ich mich halt darauf konzentrieren kann, die Position des Landesverbands Hessen nach außen zu kommunizieren. Wer hat denn das Ding hier? So, nur kleine Leute.
Also ich würde dir selbstverständlich bei der Pressearbeit weiterhelfen, das ist ja vollkommen klar. Aber ich habe eine Frage an den Michael. Sag mal, wie kommst du auf die Idee zu sagen, dass die Piraten nicht immer alles hinterfragen sollen? Hinterfragen ist in Ordnung, aber konstruktiv hinterfragen, nicht destruktiv. Das ist das Problem, was wir haben. Es wird erstmal alles in Frage gestellt. Ja. Und totdiskutiert bis zum Anschlag. Und da muss man sich einfach auch mal ein bisschen zurücknehmen. Hinterfragen ist vollkommen in Ordnung. Wir hatten es ja im Neumarkt gehabt, ich stelle das mal in Frage. Und da stehe ich auch hinter. Aber wie gesagt, dieses Totdiskutieren und dieses ständige, ich habe eine andere Meinung und die ist wichtig und die muss akzeptiert werden. Und ansonsten kann ich da nicht zustimmen. Da muss man einfach mal sich ein bisschen zurücknehmen. Christian, du warst ja in der Vergangenheit, ich sag mal, öfter auch mal Zielscheibe gewisser Shitstorms. Jetzt als Vorsitzender würdest du in einem nochmal einen besonderen Blickpunkt geraten. Was wirst du tun, damit vielleicht Fettnäpfchen bleiben, aber sie uns völlig egal sind? Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Ich habe keine Ahnung, was ich anders machen würde, weil ich sehe eigentlich, und das ist ja, sag mal, meine Art, relativ wenig Anlass, da irgendwas zu verändern. Wenn Leute der Meinung wären, sie müssen einen Shitstorm in meine Richtung abfeuern, dann tun die das halt. Aber ich denke, bisher haben sowohl ich als auch der Landesverband die diversen Versuche relativ gut überlebt. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass das auch in Zukunft so sein wird. Ja, eine Frage an Michael. Wir fühlen uns als AK Soziales Hessen ein bisschen einsam. Also ich würde mir wünschen, wenn einige andere AKs reaktiviert werden würden. Das ist aber ein generelles Problem, weil wir haben nicht die Leute, die aktiv mitarbeiten. Wenn ich mir überlege, was wir an AKs in Hessen hatten oder auf Bundesebene haben, die sind zu den AGs zusammengeflossen. Wir haben nicht mehr die Leute, alle Themen in jedem Bundesland zu besetzen. Und da müssen wir dran, das zu reaktivieren. Nur wie ist die Frage? Wenn ich sage, wir bilden eine Squad oder sonst irgendwas, das sagt, ich habe ein Thema, da will ich dran, dann sollen sie es machen. Das kann ich unterstützen, aber ich werde jetzt nicht dahin gehen und sagen, wir müssen das und das und das noch einführen. Geht nicht. Einfach mal anregen, würde ich sagen. Ja, anregen geht, aber jetzt zu sagen, wir brauchen, das bringt nichts, da kommen keine Leute. Okay, danke dir. Welche Rahmenbedingungen würdet ihr beide denn machen für den Wahlkampf nächstes Jahr? Wir haben ja Kommunalwahlkampf und ich persönlich würde mir wünschen, dass wir überall mit Fraktionsstärke reinkommen, damit wir politische Arbeit auch vor Ort noch besser machen können, als es vorher war. Welche Rahmenbedingungen würdet ihr denn dafür geben? Welche Vorstellung habt ihr, wie ihr den Wahlkampf hier in Hessen nach vorne bringt? Ist ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite werden wir nur eine kleine Kraft bleiben. Wir sind eine Splitterpartei, wir liegen im Moment bei 1-2%. Wenn wir es schaffen, auf 3-4 zu kommen im Kommunalwahl, bin ich zufrieden. Wir müssen uns auf die Sachen konzentrieren, die wir handeln können oder die wir beeinflussen können. Sei es die Transparenz, sei es die Bürgerbeteiligung nach vorne bringen, Gruppierungen zu unterstützen, die unterstützenswert sind, sei es Freifunk, sei es gegen TTIP, sei es sonst irgendwas, das können wir handeln. Aber dass wir jetzt richtig Punkte setzen, wo wir sagen, da können wir gegen angehen, die kriegen wir nicht durch. Wir können im Moment nur gestalterisch tätig sein und da müssen wir uns konzentrieren drauf. Also ich denke, sowohl der Vorsitzende als auch der gesamte Vorstand haben da meiner Meinung nach einen relativ geringen Einfluss darauf, denn der Wahlkampf wird halt von den Piraten vor Ort betrieben oder gestemmt werden müssen. Ich denke, der jetzt ehemalige Vorstand hat mit der Verteilung von dem Budget schon relativ gute Grundlagen gelegt, dass zumindest das Geld halt vorhanden ist, die Aktionen, die vor Ort gemacht werden müssen.
und gemacht werden sollen. Und der Rest muss schlicht und ergreifend von den Piraten vor Ort kommen. Was wir auf Landesebene machen können, ist halt entsprechend in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Aktionen hinweisen, die laufen. Aber meine persönliche Meinung ist halt, die Piraten vor Ort müssen dafür sorgen, dass sie als Piraten wahrgenommen werden. Und da hilft halt vor allem Pressearbeit, da hilft es, zu aktuellen Themen Stellung zu nehmen. Und so wie ich das halt eben bisher auch als Pressesprecher gemacht habe, wenn man mich gefragt hat, hier kannst du mal über die PM drüber gucken, werde ich das persönlich machen. Aber ansonsten muss die Arbeit halt wirklich von der Basis gemacht werden. Bevor du deine Frage stellst, noch einmal ein Hinweis, und zwar für den Stream bitte möglichst nah ans Mikrofon gehen, also so, dass man euch hört, so wie man mich jetzt gerade hört oder von Ihnen, Christian. Ja, Frage an beide Kandidaten. Diese super gute Betreuung durch Landes- und Bundesvorstände, dass die also zu jedem KPT reisen und so. Ich muss gestehen, ich halte es für überflüssig und energiebindend. Wie wollt ihr das handhaben? Wollt ihr die Bespaßung machen oder wollt ihr, also Christian verstehe ich ja so, du fährst Minimalprogramm, wenn es dich trifft. Ja. Wie gedenkt ihr den Kontakt zu Kreisverbänden oder auch zur Gruppierung wie AKs aufrechtzuerhalten in einer Form, die nicht unnötig Energien bindet? Oder wärt ihr, ich muss vielleicht erweitern, wärt ihr auch bereit, Strukturen zurückzufahren, wo nötig? Also einen Teil der Frage hast du ja quasi schon selber beantwortet. Und ich glaube, das ist jetzt so der erste wirkliche Punkt, wo wir beiden Kandidaten uns unterscheiden. Michael hat ja schon gesagt, er will möglichst viele Veranstaltungen besuchen. Ich persönlich kann und möchte das auch nicht. Ich sehe den Landesvorstand nicht als so wichtig an, dass der halt wirklich vor Ort sein muss und den Leuten quasi das Händchen halten muss und sagen, ah, schön, dass ihr da seid. Wichtig ist, dass die Basis vor Ort da ist, weil es bringt nichts, wenn wir irgendwie eine Veranstaltung, einen Kreisparteitag oder eine Aufstellungsversammlung haben, wo irgendwie 7 Leute da sind. Da sind dann 3 Leute Gäste von außerhalb. Das ist witzlos. Die Basis vor Ort muss aktiv sein und der Fokus darf nicht darauf liegen, dass der Landesvorstand irgendwas tut oder macht. Genauso mit den Arbeitskreisen. Die Arbeitskreise müssen dafür sorgen, dass sie wahrgenommen werden, indem sie halt zum Beispiel, wie der AK Soziales das ja sehr gut macht, halt eben entsprechend die Berichte auch in die Vorstandssitzung mit einbringen. Aber auch da würde ich mir wünschen, dass die AKs halt eben noch viel mehr auf unser Hauptmedium, die PPH, rausgehen und da erzählen, was sie machen und dadurch halt auch so ein bisschen eine positive Stimmung schaffen und halt eben zeigen, was gemacht wird und dadurch halt eben das Genöle auch ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird. Ja, was die Strukturen angeht, sind wir ja schon relativ flach. Wir haben auch auf Bundesebene praktisch nur ein Gremium, das jede Woche tagt, wo die Arbeitskreise sich zu Wort melden, die PolGF sich zu Wort melden, das findet immer Dienstag statt. Wir haben in Hessen diese Konferenz mit den 1Vs, wo abgestimmt wird. Also mehr Strukturen braucht es einfach nicht. Und ja, die Veranstaltung, die ich besuchen werde, ist nur Repräsentanz. Ich werde da keinen Einfluss drauf nehmen, da muss ich ihm Christian recht geben. Die Arbeit muss vor Ort laufen. Ganz einfach. Aber ich kann als 1V, als Galionsfigur dahinstehen und sagen, der ist da, mit dem kann man reden, um die Leute einfach auch anzulocken. Und nicht nur die Piraten, sondern auch Externe, die sich das angucken. Hallo, ich habe auch noch eine Frage an die Kandidatin. Habt ihr Erfahrung im Umgang mit öffentlich wirksamen Auftritten, sei es jetzt vor Kameras oder ähnliches, und inwieweit traut ihr euch zu, dort in keine Fettnäpfchen zu treten? So die offizielle Erfahrung, die große Erfahrung habe ich nicht. Mir ist schon öfters vorgekommen, dass ich mit Journalisten zu tun gehabt habe und auch schon Interviews gegeben habe oder in Filmen dabei war oder in Reportagen dabei war, die auf dem Bundesparteitag gedreht worden sind. Ins Fettnäpfchen, ja natürlich wird mal was passieren, dass mir ein Kommentar rausrutscht, dem nicht alle gefällig ist. Nur, das ist meistens durchs Programm abgedeckt und da bin ich froh, dass wir das isländische Programm haben, weil da kann man nämlich sehr gut mitarbeiten und das verargumentieren.
Das wird auf jeden Fall passieren. Und mir ist vollkommen klar, dass dann irgendwann auch mal ein Shitstorm kommt, dass die Wiese, was hast du denn da wieder gesagt? Aber ich kann es verargumentieren und ich halte mich an das Programm. Ich hoffe, alle wissen jetzt, worauf ich anspiele. Ich möchte mich hiermit ausdrücklich von der Entführung der Landshut distanzieren. Ich hatte damit nichts zu tun. Fettnäpfchen sind was, was schlicht und ergreifend jedem mal passieren kann, dass man dort richtig reintritt. Ich denke, ich habe in den letzten Jahren hinreichend gezeigt, dass ich sehr, sehr viele davon vermieden bekomme. Und wenn ich mal doch eins mit Anlauf erwische, habe ich es hoffentlich wieder so weit ausgebügelt, dass jetzt der Partei kein Schaden entstanden ist. Insofern würde ich da einfach so weitermachen wie bisher. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann darf ich an den Wahlleiter übergeben. So, lieben Dank. Da das heute die erste Wahl des Tages ist, vorneweg noch ein paar formelle Hinweise. Das Wahlverfahren hat sich zu den letzten Veranstaltungen nicht geändert. Wir wählen per Wahl durch Zustimmung. Das heißt, ihr habt alle Stimmzettel vor euch. Diese aktuelle Wahl wird jetzt dann mit dem Stimmzettel Nummer 1 Alt-Rosa gewählt. Ich sehe hier eine Wortmeldung. Bitte? Ja, das kommt jetzt alles auch noch gleich, aber vielen Dank für den Hinweis. So, Wahl durch Zustimmung bedeutet, wenn es mehrere Kandidierende gibt, entscheidet ihr euch für diejenigen der Kandidierenden, die ihr in dem Amt für erträglich oder zielführend haltet. Es gibt keine Nein-Stimmen im eigentlichen Sinne, sondern man wählt diejenigen, die man wählen möchte. Sollte man keinen der Kandidaten eine Stimme geben wollen, gibt man den Wahlzettel leer ab. Das Markieren als solches erfolgt üblicherweise in unserem Kulturraum durch kleine diagonale Kreuzchen. Andere Markierungen sind prinzipiell zulässig, sofern sie zwei Dinge sicherstellen. Erstens die Meinung, die Wahlentscheidung als solche muss eindeutig sein. Und es gibt gewisse Empfindlichkeiten gegen Symbole, die sowohl die Eindeutigkeit als eventuell den Transport der Botschaft, also wie heißt es so schön bei Herrn Kreuze, sind okay, Haken sind okay, Hakenkreuze sind nicht okay. Grundsätzlich das vielleicht zu den Wahlzetteln. Ansonsten, wir haben hier ein separates Wahllokal, das heißt, der Ablauf wird so sein, dass wir hier jetzt gleich durch die Wahlhelfer, die ich gleich nochmal aufrufen werde, euch die Urnen zeigen. Danach werden die Urnen verschlossen. Es gibt dann eine kleine Prozession in Richtung des Wahllokals. Ich bitte nicht die Wahlhelfer überholen, weil ohne die wird es eh nicht anfangen. Und wir werden dann dort die Stimmen abgeben. Ich werde zu gegebener Zeit, wenn erkennbar ist, dass das Interesse an weiteren Stimmabgaben nicht mehr vorhanden ist, die Wahl schließen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass ich bitte nochmal diejenigen Freiwilligen, die sich als Wahlhelfer gemeldet haben, hier nach vorne bitte. Einerseits, damit ihr sie nochmal kurz begutachten könnt und außerdem, dass sie gleich in die erste Amtshandlung danach eintreten können. Auf die namentliche Vorstellung würde ich jetzt hier an dieser Stelle verzichten. Sollte es jemanden geben, der aus begründeten Anlass einen oder mehrere der Wahlhelfenden ablehnen möchte, bitte ich jetzt um ein entsprechend eindeutiges Signal. Dich fragt keiner. Gut. Damit sind die auch vollzählig gekommen, das ist schön. Dann treten wir jetzt ein, erstmal in die Eröffnung. Die Vorzeigeaktion bezüglich der Urnen. Liebe Wahlhelfer, damit ihr euch nicht überhebt, könnt ihr das gerne zu zweit machen. Also, es wird euch gezeigt, dass die Urnen leer sind oder jetzt geleert werden.
Okay. Jetzt bitte ich die Wahlhelfer, die Urnen wieder zu schließen. Nicht abschließen. Diese Urnen werden jetzt bitte so von euch begleitet, dass eine Urne niemals ohne Begleitung ist. Idealerweise zwei Personen. Ja? So, jetzt prozessieren wir, wie gesagt, hinten in Richtung Wahllokal. Davor jetzt hier nochmal kurz der Hinweis. Ihr seid alle im Wahllokal willkommen. Tätig werden kann aber nur derjenige, der erstens einen Stimmzettel mitbringt, in der entsprechenden Farbe mit der Nummer 1. Und zweitens seine Ja-Karte, weil dort abgekreuzt wird, wer seine Stimme bereits abgegeben hat. Ohne beides, passend zu eurem Bändchen, das am Arm befestigt ist, nicht am Fuß, nicht am Gürtel und auch nicht am Ohr. Wenn da die Nummern übereinstimmen, kann man zur Wahl schreiten. So, das war es jetzt erstmal von mir. Wir sehen uns drüben. Kleine gemeine Frage. Bitte? Kleine gemeine Frage. Darf ich den Kugelschreiber am Wahllokal mitnehmen? Du kannst einen Kugelschreiber mitnehmen, das darfst vom, du gerne. Vom Wahllokal. Vom Wahllokal, gut, ja, eigentlich eher nicht. Doch, das darfst du, aber erst nach der allerletzten Wahl. Allerdings hat der Versammlungsleiter im Wahllokal nichts zu sagen. Ich sag, du darfst das nicht. Und jetzt kommt der heilige Moment, ich eröffne die Wahl zum Vorsitzenden des Landesverbandes. Aber streitet euch doch nicht wieder so viel. Wie bitte? Streitet euch doch nicht so viel. Nehmt euch mal an den Arm, ihr zwei. Wer schwitzt?
Der Wahlleiter weist darauf hin, dass in einer Minute die Wahl geschlossen wird. Wer noch nicht gewählt hat, muss sich jetzt ein wenig sputen. Eins, zwei. So, nachdem es nun den Anschein hat, dass alle, die Interesse an einer Wahlhandlung hatten, gewählt haben, schließe ich hiermit die Wahl und wir beginnen mit der Auszählung. Gut. Nachdem die Versammlung nicht unterbrochen ist, bitte ich zum einen, dass wieder eine einigermaßen erträgliche Ruhe einkehrt und zum anderen, dass doch den Rauchern gesagt wird, dass es eigentlich keine Raucherpause ist. Und wir machen weiter mit der Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden. Bitte was? Du willst das ergehen? Ach so. Alles klar, okay. Nee, es gibt eine mögliche egal. Gut, also machen wir nicht, was ich gerade gesagt habe, wir machen was anderes. Dann machen wir halt einfach eine Pause. So, ist so. Weil jetzt fällt mir auch nichts Besseres ein, es sei denn, es hat jemand einen Redebeitrag. Ah ja, genau, der Knut, der hätte unbedingt gerne. Und dann soll er bitte. Ist auch wichtig übrigens. Leute, auf der Wiki-Seite von diesem Landesparteitag steht vieles drauf, unter anderem aber auch das Thema Essen und Getränke. Unter Essen oder Verpflegung findet ihr online dann Speisekarten von Lieferdiensten und auch ein Bestellpad. Es wäre durchaus sinnvoll, wenn ihr da mal reingucken könntet, falls ihr irgendwas zum Mittagessen bestellen wolltet, könnten wir das dann zentral machen. Wenn jemand Fragen hat, nicht ins Netz kommt oder ähnliches, bitte ich doch, dann einfach bei mir vorbeizukommen. Danke. Wir müssten irgendwann mal bestellen, das ist wohl wahr.
Ich meine 14 Uhr, aber sich müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken auf der Karte. Die Pizzeria jedenfalls weiß Bescheid. Also es gibt einmal die Pizza Kostheim und dann gibt es Frohsinn Mainz, der hat neben Pizzen auch asiatisches Essen, wobei die Mainzer die Pizza Kostheim empfohlen haben und für asiatische Sachen eher der Frohsinn angesagt ist. Ihr könnt theoretisch bei beiden euch eintragen. Ja, du hast schon ein einnehmendes Wesen manchmal, ne? Ich hatte es noch nicht in der Tasche. Im Wiki steht auch was von KFC, fährt da jemand hin oder hat sich das erledigt? Bitte was? Im Wiki steht auch, dass jemand zu KFC fahren würde, zur Zwecksabholung. Ist das ja, so aktuell, steht oder? Steht drin. Wenn Leute sich da eintragen, werde ich auch das organisieren. Danke. Gut, also da ja jetzt offiziell Unterbrechung ist, und zwar, da ich eine Zeit angeben muss, genau so lange, wie ich brauche, um diese Zigarette zu rauchen, kann ich ja jetzt gehen.
kann dir das Ding unterbrochen. Wo ist die dritte Warenkunde? Cool. Ja, so, ich hatte es ja angekündigt, wenn ich wieder hier sitze, beginnt es. Und es beginnt mit etwas, von dem ich gehofft hatte, dass es nicht vorkommt. Aber wir haben unter Umständen einen oder mehrere Gewinner. Ich vermute mal einen. Ich hätte hier einen Stimmzettel mit der Nummer 26506. 26 506 darf den bei mir abholen. Zum anderen gibt die Wahlleitung bekannt, dass in einer Urne quasi ein kompletter Set gefunden worden ist mit Akkreditierungsunterlagen. Da der aber mehrfach abgekreuzt ist, nämlich die Wahlen 1 bis 4, ist davon auszugehen, dass der aus sozusagen noch Altbeständen ist. Wie das geschafft worden ist, die da reinzukriegen, obwohl die Uhren leer waren, entzieht sich meiner Kenntnis. Ah, sie waren drin, bevor sie geleert worden sind. Also das nur zur, sie sind vorher rausgenommen worden. Das heißt, die Wahl ist nicht beeinflusst. Das bestätigt gleich auch nochmal der Wahlleiter. Die werden jetzt entsorgt, weil das ist sowieso Unsinn. Es bleibt der Gewinner und ich übergebe dem Wahlleiter. Ja, also hier nochmal die Bestätigung, diese Zettel sind rausgefallen, als die Urnen hier vor euren Augen entleert worden sind. Von daher teile ich die Einschätzung der Versammlungsleitung. Wir haben ein Wahlergebnis. Es wurden gültige Stimmen abgegeben, 54, eine ungültige Stimme. Und wir hatten auf den Kandidaten Nummer 1, Christian Hufgard, entfielen 34 Ja-Stimmen. Auf den Kandidaten Nummer 2, Michael Kittlaus, entfielen 22 Ja-Stimmen. Damit ist gewählt der Kandidat Nummer 1 und er überschreitet auch das notwendige Quorum. So, jetzt kommt, glaube ich, noch die Frage, liegt die noch bei mir? Herr Kandidat, noch nur Kandidat, weil es gibt hier noch eine kleine Amtshandlung. Ich muss dich noch was fragen, wenn du hochtreten magst oder wie auch immer, damit man dich schön sieht. Also Christian, ich frage dich ganz formell, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. So, und dann darf ich wieder zurück übergeben an die Versammlungsleitung. Ja, herzlichen Dank.